Hallo und herzlich willkommen beim Krugerliga Kreise dir alle Stream. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hi Domitius, willkommen im Chat. Ja, heute ist ein besonderer Stream. Es ist nämlich zum einen Folge 10 und ich habe die Überraschung eingelöst. Ja, denn ich bin heute nicht Anka, denn ich bin Sina für euch von Orre und Pokémon XD Gate of Darkness. Ja, diesen Charakter finde ich eigentlich ganz interessant. Und ja, ihr müsst jetzt darunter leiden, denn ihr seid jetzt alle meine Brudis. Guten Abend, Brudi. Schön, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Alleine hättest du es sowieso nicht hierher geschafft. Guten Abend, Skipjay. Na, Brudi, wie geht's dir? Keine Sorge, ich ziehe das nicht die ganze Zeit durch. Das wäre ein bisschen komisch, oder? Hey, guten Abend, Moinkart. Schön, dass du da bist. Es gibt kein Pendant zu Brudi, oder? Susi? Nein, das klingt doof. Doch, muss ich? Okay. Also, Brudi, wie war denn deine Woche bisher? Wie war eure Woche? Hallo, Epic Boga. Schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr auf diesen Stream heute gefreut. Habt ihr die Woche soweit gut überstanden? Hey, Schwesti! Das finde ich gut, Skipjay. Hey, guten Abend, Brudi! Wie geht's dir? Willkommen im Chat, Darfnex! Ja, wie gesagt, heute ein besonderer Stream in Ehrenschulden und so. Ich habe die Kanalpunkte, denke ich, erfolgreich eingelöst. Ich hoffe, es gefällt euch. Für die Kürze der Zeit ist es, glaube ich, ganz passabel. Heute übernimmt Sina den Stream von Michael. Brudi ist leider verhindert, er hat sich schon wieder verirrt. Brudi weiß einfach nie, wo es lang geht. Domitius schreibt, die Woche war sehr anstrengend, habe ja am Freitag den neuen Job angefangen, aber alles super. Wie war deine Woche, Sina? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gehört habe. Ich hoffe, dir gefällt es dir da auch so gut. Dann. Also meine Woche war eigentlich ganz gut. Ja, ziemlich entspannend. Man merkt, dass es auf Weihnachten zugeht. Habt ihr denn alle schon eure Geschenke gefunden für eure Brudis und Schwestis? Also ich habe ein ganz tolles Geschenk für meinen Brudi. Oh Gott, wenn es euch zu cringy wird, sagt ihr Bescheid, bitte. Nun gut. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Also, dass alle nochmal Bescheid wissen, wer 15.000 Kanalpunkte hat, kann mich dazu bringen, einen Orre-Charakter zu cosplayen. Domitius schreibt, Weihnachtsgeschenke fehlen noch, aber mein Wichtelgeschenk kann endlich auf die Reise gehen. Ah, das freut mich, Domitius. Dann hat ja alles geklappt. Mein Wichtelgeschenk braucht noch ein bisschen. Nun gut. Wollen wir dann in die Reise starten, Leute? Ich bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Ja, sowieso. Wie haben wir eigentlich letztes Mal aufgehört? Wisst ihr es noch? Wir erkunden heute nämlich auf jeden Fall das gestrandete Schiff in der Wüste. Team Krypto hat da irgendwas gemacht und wir wollen wissen, was sie da vorhatten. Und vielleicht finden wir auch unseren Brudi dort. Ja, und das ist unsere heutige Aufgabe. Wir lösen Wüstenprobleme. Seid ihr bereit? Wenn ich zu leise bin, sagt ihr Bescheid, ja? Ich wechsle in den Spielscreen. Hast du auch andersfarbige Kontaktlinsen drin oder hast du schon immer blaue Augen? Ich habe petrolfarbene Kontaktlinsen reingemacht. Ja, stimmt, das wollte ich noch sagen. Wenn mir die Augen zu wehtun irgendwann, es kann natürlich passieren, weil ich die ganze Zeit auf einem Bildschirm starre und man mit Kontaktlinsen sowieso eingeschränkte Sicht hat. Ja, ich finde die Farbe eigentlich ganz schön von den Kontaktlinsen. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Aber grundsätzlich habe ich sowieso eigentlich blaue Augen. Nur halt nicht petrolfarben, sondern so ein helles Blau eigentlich. Ja, ihre Haare sind eigentlich auch mehr petrolfarben. Das habe ich aber in der Zeit leider nicht geschafft.
Kommt aber noch. Ich mache dann ein Foto, wenn ich es gemacht habe. Dazu braucht man nämlich Reinigungsalkohol mit 70% mindestens und alkoholbasierte Farbstifte. Damit kann ich das Petrolfarben färben, die Perücke. Damit ihr Bescheid wisst. Wie findet ihr eigentlich meine Knödel? Ist noch super, oder? Ja, auf jeden Fall ein lustiges Cosplay. Danke Skipjay dafür. Und wer auch immer mich in einem anderen Ori-Cosplay sehen möchte, gerne die 15.000 Punkte ausgeben. Ich bin bereit für die nächste Challenge. Aber jetzt machen wir erstmal heute Abend, oder? Hallo Brudi, hallo Nature Mate, schön, dass du da bist. Ah, noch ein Brudi in meinem Chat. Willkommen, wie war deine Woche? So, wir legen jetzt aber wirklich los, bevor es mir noch peinlicher wird. Also, wir wechseln in den Stream-Screen. Wir haben bisher 30 Krypto-Pokémon uns gekrallt und 7 davon erlöst. Also starten wir ins Abenteuer für heute Abend. Brudi darf nämlich nicht wissen, dass ich seinen Stream übernommen habe. Wir müssen uns beeilen. Ich habe auch sein Stirnband habe ich ihm auch geklaut. Hallo Sinanka, schreibt Nature. Hallo Nature. So, dann legen wir mal los. Wir sind hier gewesen, weil wir Pokécopose eventuell sammeln wollten. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich war damit beschäftigt, Items zum Cosplay rauszusuchen, wie man sieht. Aber das passt schon so. Ich denke, wir sind auch so stark genug. Unser Malte braucht auf jeden Fall noch ein paar Level. Nature schreibt, naja, ich schlag mich so durch. Werde heute in der Afterparty eher stumm bleiben. Bin ziemlich heißer. Oh. Okay. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Brudi. Was denn los? Was denn passiert? Also musst du es natürlich nicht schreiben. Kannst auch später erzählen. So, auf jeden Fall, Mrs. Hades hat nur Level 23, Theodore 20 und Malte 20. Also diese beiden Pokémon brauchen unbedingt noch ein bisschen Training. Aber ich denke, wir kommen so auch ganz gut durch und schauen jetzt mal nach, was mit diesem Schiff los ist. Denn mitten in der Wüste ist ein Schiff aufgetaucht. Das Schiff, das am Anfang entführt wurde von Kryptologia. Könnt ihr das glauben, Brudis und Schwestis? Ja, da ist es schon. Libra, das Pokémon-Frachtschiff, das vor der Küste von Porta Portus verschwand. Und wir düsen dahin mit unserem getunten Roller. Ich habe keine Ahnung, warum Brudi so an diesem Roller hängt, Leute. Nature schreibt, ach, nur eine klassische Wintererkältung, nicht ganz ein Männerschnupfen. Werde es also überleben. Du wirst bestimmt wieder ganz schnell gesund, Nature. Schaffst du. Viel trinken auf jeden Fall und ja, nicht so viel in die Kälte gehen auf jeden Fall. Halt dich schön warm. So, stellen wir uns der neuen Herausforderung. Ich bin gespannt. Sieht auch so aus, als hätten wir zum ersten Mal ein kleines Schieberätsel. Das gab's, glaube ich, in Pokémon Kolosseum nicht. Oh nein. Leute, ich bin dumm. Ich bin hier einfach runtergefallen. Oh nein, wie ungeschickt von mir. Was mache ich denn jetzt? Nein, Geschmack. Ich weiß natürlich, was ich tun muss. Aber war natürlich unnötig. Was steht da eigentlich auf der Kiste drauf? Poco-Food? So, jetzt schaffen wir es aber auf jeden Fall drüber. Oder was meint ihr? Wenn Michael herausfindet, dass ich heute streame, dann gibt's bestimmt Ärger. Ich bin gespannt. So. Jetzt bin ich hier einfach rauf, aber es könnte ja sein, dass da drüben noch was liegt, oder? Ja, tatsächlich. Oh nein. Jetzt muss ich nochmal schieben. Nature schreibt, ach übrigens. Ich habe übrigens im Stream die letzten Male auch schon ab und zu komische Sprünge drin. Als würde der Stream erst plötzlich ein paar Sekunden zurückspringen, hat sich dann wieder auf Echtzeit stellen. Hat das sonst auch jemand? Ja, schreibt gerne mal in den Chat, ob ihr das auch habt. Wir haben zurzeit nämlich ein bisschen Internetprobleme bei uns.
Oh, ich habe an der Stelle so lange gebraucht, weil ich immer wieder runtergefallen bin. Oh nein, Brudi, wirklich? Oh, das tut mir aber leid. Aber wir schaffen das gemeinsam, oder? So, auf geht's. Siehst du? Schon geschafft. Zusammen schaffen wir alles. Ohne mich wäre mein Bruder ja auch verloren. So. Okay, hier oben ist nichts. Hier kann man nochmal rauf. Gehen wir einfach, oder? Wenn ich irgendwas übersehen sollte, sag mir Bescheid. Ich finde das Setting ziemlich cool. Oh, da geht's schon los. Verflixt. Nach all diesen Strapazen bei der Bergung und dann entkommt uns eins. Das stimmt doch, oder Loki? Loki, in der Tat, Captain. Das ist uns ein echtes, seltenes Exemplar durch die Lappen gegangen. Hätten wir uns doch bloß geschnappt. Damit wäre Ihre Sammlung um 0,7% erweitert worden, Captain Olaf. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Es floh, weil Sie so laut waren, Captain Olaf. Das habe ich gehört. Willst du etwas sagen, das war meine Schuld? Welch eklatante Insubordination. Interessantes Wort. Mann, habe ich eine miese Laune. Und zwar nicht einfach nur mies, heute ist wieder einer dieser Tage. Oh nein, er hat seine Tage, Leute. Oh, Captain Olaf, ein Eindringling. Ja, hi, ich stand hier schon die ganze Zeit. Arg, dieser bescheuerte Sif hat's mal wieder total vermasselt. Wie sonst kommt dieser Typ hierher? Unsere Bergungsaktion ist zwar beendet, aber wir können dich nicht gehen lassen, nachdem du uns jetzt gesehen hast. Hey. Ja, Captain? Ich möchte, dass dieser Bengel eine ordentliche Abreibung bekommt. Jawohl, mein Captain. Überlassen Sie das nur mir. Ich erledige das. Sie können ruhig in die Festung zurückkehren. Was für eine Festung? Ich verlasse mich darauf. Oh, den schubst du mich noch, oder? Ah, geht einfach. Gut, also du hast den Captain gehört. Ich gehe dann auch schon mal zur Festung. Du weißt ja, was du zu tun hast. Moment mal, so war das aber nicht abgemacht. Lass es mich erklären. In der Festung arbeiten wir an unserem Hauptprojekt. Wir machen aus den Pokémon, die an Bord des Schiffes waren, Krypto-Pokémon. Oh, wie böse. Du stimmst mir doch zu, dass das sehr wichtig ist, nicht? Wenn du statt meiner am Hauptprojekt arbeiten würdest, müsstest du 38% mehr Energie aufwenden als ich. Scheint so ein Zahlenfreak zu sein. In diesem Fall würde sich Olafs miese Laune um 72% verschlechtern. Du wirst doch zugeben, dass das sehr unvorteilhaft wäre, nicht? Aus diesem Grund hätten wir einen Effizienzvorteil von 63%, wenn du für mich diesen Jungen vermöbelst. Das ist meine Argumentation. Das verstehst du nicht. Es ist eine reine Frage der Effizienz. Also, ich gehe jetzt. Tüdelü. Warum habe ich immer das Gefühl, ich bin der Gelackmeierte? Naja, wenn ich dich nicht vermöble, dann wäre das Befehlsverweigerung. Also, nimm's nicht persönlich. Okay, unser erster Kampf heute. Kryptoknecht Smarthorn. Oh, Alabis und Tuska. Interessante Wahl. Los, Theodore und Malte. Ihr seid dran. Ich glaube, wenn Sina Pokémon hätte, hätte sie auf jeden Fall auch ein Theodore und Malte. So. Wie fangen wir an? Tetschamato schreibt, ich glaube ja zumindest 98%, dass der Typ zu 100% nur Unsinn labert. Schön gesagt, Nature. Ich meinte Brudi. Alabis setzt Biss ein. Oh nein, Malte! Das tut Malte natürlich gar nicht gut. Und jetzt können wir Schockwelle nicht mehr benutzen. Los, Blitzer, nimm seinen Platz ein.
Theodore. Kratzfurie, los! Du hast gesetzt Nietenranke ein. Level 27 sehe ich da gerade. Ich glaube, es ist keine gute Idee, auch Theodore länger drin zu behalten. Wir tauschen nochmal. Schade um Malte. Vielleicht sollten wir wirklich ein bisschen trainieren. Theodore, komm zurück! Pikmin, dein Auftritt! Donnerschockblitzer, zeig sie! Ich weiß noch, Alabis war immer schwer. Nee, es ging sogar. Okay. Haha. One down. Wie du mir, so ich dir. Kryptoknecht. Oh, er hat auch ein Plagiosa. Hey, nicht mehr lang und dann ist Weihnachten, Leute. Seid ihr schon vorbereitet? Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Domitius hat vorhin ja auch schon geschrieben, er hat schon ein paar. Beziehungsweise sein Wichtelgeschenk schon fertig. Grafik schreibt, bin heute leider etwas mehr im Lurk, muss unbedingt am Wichtelgeschenk weiterbasteln. Das ist doch voll in Ordnung, Brudi, mach das. Das ist ja auch super wichtig, dass jeder sein Wichtelgeschenk bekommt. Für alle, die es nicht wissen, wir haben auf dem Discord-Server eine Wichtelaktion gestartet. Dieses Jahr kann man leider nicht mehr teilnehmen, aber nächstes Jahr bestimmt. Und über Pokémon quatschen geht sowieso immer über Discord. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr über Pokémon quatschen wollt. So, Smogon ist drin vom Gegner. Und Pistol setzt nochmal Nietenranke ein. Gut gemacht, Blitzer. Schön ausgehalten. Wir holen uns Smogon. Und dann wird sich um Tuska gekümmert, langsam. Pikmin! Tempo-Heat, los! Oh nein, das war nicht so effektiv, das war nicht so schlau. Blitzer, Biss! Und Tuska ist down. Ach, auf Blitzer ist eben Verlass. So, nur noch Smogon, glaube ich, oder? Smogon setzt Schlammbad ein. Gut ausgehalten, Blitzer. Sehr schön. Oh nein, es ist vergiftet. Genau das, was ich nicht wollte. Aber diesmal kriegen wir es. Blitzer, Ruckzuck-Hieb. Zahlt ihm heim. Sehr gut. Damit ist er besiegt. Was? Ich habe verloren. Den Rest habe ich leider nicht gelesen. Es tut mir leid, Brudis und Schwestis. Das habe ich jetzt übersprungen aus Versehen. Oh. Wer kommt da? Ich habe beobachtet, wie du gegen diese seltsamen Leute gekämpft hast. Du bist ganz schön stark, nicht wahr? Wer? Ich? Ich bin zufälligerweise auf dieses Schiff gestoßen und habe es zu meinem Heim gemacht. Weißt du, hier gibt es jede Menge zu essen und so. Zugegeben, manches stört mich hier schon, aber man kann nicht alles haben. Ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Typen endlich weg sind. Dafür bin ich dir dankbar. Du musst müde sein nach diesem Kampf, oder? Du kannst dich in meinem Lager ausruhen. Es ist im Steuerraum. Oh wow. Hier wohnt schon jemand, Leute. So lange liegt dieses Schiff jetzt schon da. Und? Hast du gut geschlafen? Du kannst dich bei mir ausruhen, wann immer du möchtest. Übrigens, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ab und zu höre ich diese komischen Geräusche aus dem Inneren des Schiffes. Irgendetwas rumort da unten rum, aber ich traue mich nicht nachzusehen.
Könntest du das für mich tun? Ja, klar. Vielen Dank. Diese Geräusche machen mich nämlich langsam wahnsinnig. Ich kann kaum noch schlafen. Wenn du herausgefunden hast, was das ist, dann sag mir bitte Bescheid. Na klar, sage ich dir Bescheid. Der hat sich hier aber schön eingerichtet, hä? Ist das hier eine Art Ofen? Okay, hier können wir uns auf jeden Fall jederzeit heilen, was darauf hindeutet, dass es eine längere Geschichte wird hier in diesem Schiff. Darauf habe ich gehofft. Oh, da ist was verloren gegangen. Was ist das? Das ist ein Buch mit dem Titel Wie man Seekrankheit bei Pokémon verhindert. Oh, das könnte auch nützlich sein. Und eine Kampf-CD hier am Boden. Wie gesagt, bei den Kampf-CDs kann ich nicht noch zu wirklich was anfangen. Bringt es überhaupt was, diese Kampf-CDs zu benutzen? Da ist eine Zeitung mit der Schlagzeile Liba bricht auf zu neuen Ufern. Mit an Bord Pokémon und große Hoffnungen. Ja, Liba wurde nämlich... Oh, was ist das? Seht ihr das auch? Mal nachschauen. Ich komme da nicht hin. Wieso komme ich da nicht hin? Das ist ja unfair. Was ist denn das? Wieso komme ich da nicht hin? Ah, das ist gemein, Leute. Seht ihr das auch? Okay, das müssen wir uns scheinbar merken. Da können wir nicht hin. Und hier hinten ist auch nichts versteckt. Okay, dann... Erkunden wir das Schiff. Auf geht's, Leute. Oder wollen wir uns erst oben und draußen umschauen? Was meint ihr? Wir schauen erst nach oben, bevor wir später nicht mehr hinkommen, oder? Hey, warte mal. Du willst doch nicht etwa gehen, oder? Du musst doch erst das Schiff inspizieren und mir sagen, was da ist. Okay, wir dürfen nicht gehen. da kommst du erst hin, wenn du Zerschneider hast. Ernsthaft, Nature? Ich brauche Zerschneider in diesem Spiel. Epic Burger schreibt, warum kann er nicht einfach die Pflanze wegräumen? Videospiele. Ja, wieso kann er nicht einfach hier Pflanze wieder aufstellen? Und dann drücke ich auf Ja und dann stelle das einfach wieder hin. Seltsam. Na gut, gehen wir nach unten. Oh nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh. Okay, das ist ein interessantes Rätsel. Wir müssen die Kiste in verschiedene Richtungen schieben und dann extra runterfallen, damit wir sie in andere Richtungen schieben können. Okay. Jetzt kann ich es auch richtig lesen. Pokéfood steht auf dieser Kiste. Also Pokémon-Futter. So. Weiter nicht. Und jetzt ist die Frage, komme ich auch so schon rüber, ohne großartige Schieberei? Naja, es gibt einen Orden in diesem Spiel, wer weiß. Ach, Nature, du. Immer musst du deine Schwester auf den Arm nehmen. Das ist aber nicht nett, Brudi. Oh. Dein Mauzi im Krypto-Orbis ist bereit für die Krypto-Erlösung. Schnell zum Pokémon-Hauptlabor. Naja, also schnell muss jetzt nicht sein, oder? Okay, dann holen wir uns erst die Box hier drüben. Das Schicksal wollte es so. Das Schicksal? Zweimal AP Plus, nicht schlecht. Ich freue mich dann schon zu sehen, wie die Perücke aussieht, wenn ich sie fertig gefärbt habe. Ein Feuerstein! Brauchen wir gerade nicht, denn wir haben, glaube ich, auch schon mal einen gefunden. Aber wir haben ja unser treues Blitzer, wir brauchen ja gar keine Feuersteine. Oh! Noch ein Battle Royale TS!
Gut, also in dem Fall müssen wir definitiv... Oh, schaut mal. Da tropft es auch so komisch runter. Jetzt wissen wir, was das für ein Zeug ist. Wahrscheinlich irgendwas Giftiges auch noch. Oh nein. Oh nein. So. Ach, Sinanka, du weißt doch, was ich lieb, das neckt sich. Nein, nicht dahin schieben. Oh nein. Ah, der Input-Lag hilft nicht wirklich, Leute. So, jetzt komme ich hin. Bin gespannt, was wir im Inneren des Schiffes finden. Ihr auch? Einmal Top-Elfe. Sagt ihr eigentlich Äther oder Elfe? Ich finde, bei manchen Pokémon-Items ist nicht ganz klar, wie man die aussprechen sollte. Okay, wie ich befürchtet habe, das ist einfach nur irgendeine Flüssigkeit, die runtertropft und nichts Besonderes. Jetzt müssen wir natürlich nochmal das Schieberätsel machen, aber ist nicht so schlimm. Doch, ich muss es nochmal machen. Es wäre nicht anders gegangen. Ja, wie diese Kiste hier rückt Weihnachten immer näher. Und irgendwie freue ich mich jetzt auf den Weihnachtsurlaub. Wie sieht es bei euch aus? Einfach mal wieder ein bisschen entspannen. Oh! Ja, warte du. Komm da noch rüber. Ah! Nochmal. Weiter hinten ansetzen vielleicht? Ja. Haha. Dann schauen wir mal hier rein. Noch ein Schieberätsel. Sapralot. Okay, wir müssen irgendwie darüber kommen. Und hier ist auch noch eine Kiste versteckt. Hm. Ich denke, wir brauchen beide Kisten, um das zu lösen. Ja, doch, ich weiß wie. Domitia schreibt, Urlaub, Urlaub, was ist das Urlaub? Ja, du hast gerade eine neue Stelle angefangen, da ist natürlich schwierig, Urlaub zu nehmen. Doch, ja. Ich habe an Weihnachten nicht direkt Urlaub, schreibt Nature, aber die nächste Woche habe ich frei. Habe es auch dringend nötig. Oh, das ist super, Brudi. Dann genieß deinen Urlaub, auch wenn er vor Weihnachten ist. Aber wenn du ihn dringend brauchst, dann ist er bestimmt wertvoll für dich. So, schon geschafft. Oder? Nee. Nicht ganz, aber fast. Wir schieben noch bis hier rüber. Dann schieben wir es noch eins weiter. Und zack, können wir uns beide Battle Royale TS schnappen. Das ist doch was, oder, Brudis und Schwestis? Ach, dieser Charakter ist so nervig. Ich hoffe, ich halte es diesen Stream irgendwie durch, Leute. Team 35 haben wir bekommen. Das klingt doch verdächtig nach Flammenwurf. Haben wir das nicht letztes Mal nachgeschaut, was Team 35 ist? Ja, es ist Flammenwurf, Leute. Endlich. Wir können unser Mrs. Hades Flammenwurf erlernen. Juhu. Statt Glut. Yes. Geschafft. Wunderbar. Und wir holen uns die zweite Schachtel. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nochmal.
Ich schaff's tatsächlich wahrscheinlich erst nächste Woche, mein Wichtelgeschenk loszuschicken, aber es sollte dann immer noch pünktlich ankommen. Eine gelbe Flöte. Was ist eine gelbe Flöte? Schauen wir doch dann gleich mal nach, oder? Einen kleinen Moment. Eins der Kommentare wird nicht angezeigt. Jetzt wird sie angezeigt. Nature schreibt, Sina hat das Rätsel um den Double Royale TS gelöst. Yes, habe ich. So schwer war es gar nicht. Aber für was ist diese gelbe Flöte? Es erinnert mich irgendwie an die Höhenregion. Da gab es doch auch so Glasflöten, die man machen konnte. Mit Asche. Nein. Ich wollte auch hier schauen. Da ist die gelbe Flöte. Eine gläserne Flöte, die verwirrte Pokémon heilt. Das sind doch genau diese Flöten, oder Leute? Ach, witzig, dass sie die hier aufnehmen. Ein bisschen unnötig, oder? Ich meine, hier gibt es ja gar keinen Vulkan. Oh, da ist das Mobile, das wir finden sollten. Oh, ist das etwa... Scheint zu schlafen. Psst, nicht weg. Wir schauen uns erst noch ein bisschen um. Aber wenn wir es erschrecken, können sie ja weglaufen. Oh, wir haben einen Luxusball bekommen. Das ist schön. Luxusbälle sind toll. Nature schreibt, ja, ich erinnere mich. Da musste man doch bei Laubwechselfeld immer durchs Gras laufen. Keuch, keuch. Ja, genau. Oh, da ist das Mobile, das wir vermissen. Wir sollten es doch finden. Oh, jetzt wird es wahrscheinlich erschrecken. Bye, bye, bye. Ah, ich wusste es. Jetzt muss ich es wahrscheinlich fangen. Oh, es hat sich wieder hingesetzt. Skipcher schreibt, Sinica findet gelbe Flöte. Sinanka ist verwirrt. Sinanka setzt gelbe Flöte ein. Sinanka ist von der Verwirrung befreit. Okay, wir müssen quasi es dazu bringen, in eine Sackgasse zu gehen. Dann schauen wir mal, wo es hinläuft, je nachdem, welche Richtung wir einschlagen. Jetzt geht es bestimmt genau wieder auf die andere Seite. Ja. Okay, dann probieren wir es mal andersrum. In solchen Rätseln bin ich leider nicht so gut. Ich glaube, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Oh, es hat mich wieder entdeckt. Oh, es bleibt wieder da sitzen. Das ist ungewöhnlich. Vielleicht brauche ich erst was, um es anzulocken oder so. Oh nein, es hat mich bemerkt. Und jetzt sitzt es wieder da hinten. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Das kann ich ja niemals lösen. Ja gut. Vielleicht wird es irgendwann müde. Skipcher schreibt, Tipp, du hast alles, was du brauchst, um an das Mobile zu gelangen. Ich habe eine Krallmaschine. Kann ich es mir einfach krallen? Also die gelbe Flöte ist es schon mal nicht. Alles, was man braucht, habe ich. Warte mal. Habe ich irgendein Item, das mir helfen könnte? Sanftglocke? Oh, ein Snack vielleicht. Vielleicht müssen wir es anlocken. Nein, das geht auch nicht. Hm.
könnten ihm auch eine Beere hinschmeißen. Nein, das geht auch nicht. Vielleicht müssen wir ihm einfach ein Foto zeigen. Wir haben doch ein Foto. Nein, ich wollte doch die Fotos anschauen. Also, gucken wir doch mal. Bite, das verschwundene Pokémon. Nee, da ist auch kein Bild dran. Also schauen wir doch mal den Chat. Vielleicht ist da doch was Nützliches dabei. Es gibt hier... Okay, war missverständlich. Du brauchst kein zusätzliches Item. Ist noch was im Raum, schreibt Epic Burger. Ja, hätte es sein können, Skip J. Alles gut? Ich weiß, Brudi wollte mir nur einen guten Rat geben. Ist noch was im Raum? Ja, also eigentlich hier war nur ein Battle Royale TS. Ich habe alles was... Kann ich diese Sachen hier vielleicht verschieben? Um ihm irgendwas in den Weg zu legen? Nee, es geht auch nicht. Sina, du bist mal wieder viel zu übermütig. Ja, aber ich muss doch das Mobile fangen. Vielleicht muss ich hinschleichen. Muss ich schleichen? Ich versuche mal zu schleichen, okay? Okay, ganz leise. Es rennt nicht weg. Oh nein! Ich war doch fast dran. Wieso ist mein PDA losgegangen? Das ist gemein. Oh Mann. Ein Interview mit dir. Shelley Porter Portos. Hallo Michael, ich möchte ein Buch mit dir als Hauptfigur schreiben. Lass mich dich bitte interviewen. Diese Story wird ein Knüller, das weiß ich. Mein Dank konnte sehr großzügig ausfallen. Vielen Dank im Voraus. Shelley, du dumme Kuh. Das Geräusch der E-Mail-Nachricht erschrecke das Pokémon. Es floh. Ah, wie gemein. Gerade wo ich rausgefunden habe, dass ich schleichen muss. Aber danke für den Tipp, Skip Jay. Oh, ich habe Überreste gefunden. Das könnte uns wirklich nützlich sein. Überreste sind immer gut. Nature Mate schreibt, hey, das ist die Mama deiner besten Freundin. Trotzdem hat sie mein Pokémon verjagt. Ist einfach gemein. Ja, tauschen wir mal. Ach ja, Leute, das fällt mir gerade wieder ein. Eigentlich wollte ich das vorbereiten heute für den Stream. Und zwar hat mich die gute Ocarina Owl getaggt. Bei einem Fanspiel scheinbar. Das heißt Pokémon Burning Colosseum. Das finde ich klingt echt cool. Es ist quasi Pokémon Colosseum in Pixelgrafik. Viele Informationen konnte ich leider noch nicht rauslesen. Aber wenn ihr irgendwas über Burning Colosseum wisst, sagt Bescheid. Die haben auf jeden Fall einen Twitter-Account. Pokémon Burning Colosseum nochmal. Ein Fanmade-Game scheinbar. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So, schauen wir doch mal, wo dieses Mobile hin ist. Scheint ganz schön weit gekommen zu sein. Anscheinend bis ganz raus.
Aber was ich schade finde, dass es hier scheinbar nicht noch tiefer ins Schiff geht. Oh, hallo. Und? Was war? Hast du da unten irgendwas gefunden? Michael beschreibt das Pokémon, das sich im Inneren des Schiffes versteckt. Ach so, ein Pokémon. Da kann ich ja beruhigt schlafen. Ach ja, ein Mädchen bat dich, das Pokémon für sie zu suchen. Und jetzt ist es entwischt? Nun ja, dieser Ort ist kein guter Lebensraum für ein wildes Pokémon. Warum suchst du nicht nach einem Ort, wo man oft wilde Pokémon antrifft? Jedenfalls kann ich jetzt wieder in Ruhe hier leben. Ich stehe in deiner Schuld. Komm mich besuchen, wann immer du möchtest. Du bist mir jederzeit willkommen. Nein, Leute, müssen wir jetzt echtes Mobile an einem Poképlatz anlocken? Wow. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch mehr erkunden können hier in dem Schiff. Das war noch ein bisschen wenig, finde ich. Also hier oben kommen wir wieder in den Raum, wo wir uns heilen können. Allzu viel abbekommen haben wir ja jetzt nicht, also können wir so bleiben. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch weiter um. Ich meine, hier müssen ja auch noch sehr viel mehr Pokémon gewesen sein und andere Menschen. Aber so wie sich's angehört hat, haben sie die Pokémon irgendwo hingebracht, um daraus Krypto-Pokémon zu machen. Aber weit kann das ja eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, wer bringt schon ein ganzes Schiff in die Wüste, um die Pokémon dann noch weiter weg zu transportieren? Das heißt, dieses geheime Versteck darf ja gar nicht so weit weg sein. Vielleicht finden wir das heute auch noch, weil scheinbar können wir wirklich nicht mehr erkunden hier. Sehr schade. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, das ganze Schiff so ein bisschen erkunden zu können. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es ja auch keine seitlichen Türen noch oder sowas, sondern einfach nur ein gerader Weg. Ein Feuerlöscher hier in der Ecke. Und hier geht's schon wieder raus. Oder vielleicht sollte das Schiff gar nicht hier landen, schreibt Nature. Meinst du, Brudi? Ach, du und deine Theorien immer, Brudi. Am Schluss ist es doch wieder ganz anders. Na gut, gehen wir raus. Oh. Halt, hier kommt keiner vorbei. Sie nehmen mich und die Zange. Hilfe, Leute. Das sind doch Team Krall-Mitglieder. Ich bin Brutus von Team Krall. An deiner Stelle würde ich mir das merken. Genau, merk dir den Namen. Ruhe. Sag mal, du hast keine Ahnung, wer oder was Team Krall ist, stimmt's? Vor nicht allzu langer Zeit erzitterten die Leute noch bei unserem Namen. Ach, was soll's. Wir krallen uns jedenfalls wieder Pokémon wie früher und terrorisieren die Welt. Und dazu nehmen wir uns jetzt deine Krallmaschine. Kannst du aber sowas von vergessen. Niemand bekommt die Krallmaschine von meinem Brudi. Ja, ja, ich weiß, dass du ein starker Kämpfer bist, aber so weit lasse ich es gar nicht erst kommen. Du, Flor, setz dein Schlafpuder ein. Träum süß, mein Kleiner. Oh nein. Ein böses Team, das sich schlau verhält. Ja, wir haben die Krallmaschine. Schnell, zurück zu unserem Versteck. Ja, stellt euch nur vor, wie froh Drakrall sein wird. Habt ihr das mitbekommen? Drakrall. Drakrall ist wieder da. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wir wurden scheinbar ins Bett gebracht von dem Typen. Hi, bist du endlich wach? Die haben sehr übel mitgespielt. Geht es wieder? Diese Bande da von vorhin, war das nicht Team Krall? Epic Burger schreibt, ohne Krallmaschine sind sie nur Team Diebstahl. Skip Jay schreibt,
Sorry, ich war abgelenkt. Welchen Namen sollen wir uns jetzt merken? Alles gut, der ist eh schon wieder abgehauen. Brutus heißt er. Nature Marte schreibt, Lamas war es, glaube ich. Skip J. Gut. Diese Bande da von vorhin, war das nicht Team Krall? Was wollten die denn von dir? Micha erzählt, was passiert ist. Ist nicht wahr. Von all dem habe ich gar nichts mitbekommen. Team Krall ist eine Bande von Halsabschneidern. Sie haben mit Hilfe von Team Krypto Pokémon gekrallt. Man hat seit Jahren nichts mehr von Team Krall gehört. Ich dachte, sie wären weg vom Fenster. Wohl nicht. Was? Tja, sieht so aus, als müsstest du dir das Ding wieder zurückholen, das sie stahlen. Ich glaube, sie sind nach Norden. Sie verfolgten diese andere Gruppe von Gangstern. Vielleicht solltest du hinterher. Vielleicht ist der Typ Seth und ist jetzt Emerit geworden und wohnt in einem Schiff, abgegrenzt von der Menschheit. Nein, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Okay, wir haben einen neuen Ort und wir haben auch keine Auswahlmöglichkeit. Wir müssen jetzt dahin. Es ist hier in der Nähe, im Norden von Crow Canyons. Achso, nee, der wollte uns nur zeigen, wo wir hin müssen. Okay. Gut. So, und jetzt sag uns endlich, wer du wirklich bist. Wie bitte? Du meinst, diese andere Gangsterbande war Team Krypto? Du hast dich ja ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ja, geht so. Kommst du mit? Okay, der will sich anscheinend lieber aus dem Ärger raushalten. Und wir verfolgen Team Krall und Team Krypto. Sie haben uns die Krallmaschine genommen. Das heißt, wir können keine Pokémon mehr krallen. Das ist nicht gut. Wir wollten sie uns doch alle krallen. So geht das nicht. So haben wir nicht gewettet, Team Krall. Revenge! Und sie haben immer noch diese schreckliche Haarfrisur. Also, so. Hinterher! Zeit für ein bisschen Action. Epic Boa, krall sie dir alle, die Krallmaschine. Ja, wir gehen auf dem direkten Weg gleich dahin, oder? Oder wollen wir erst noch Mobile holen? Wir könnten noch einen Pokesnack auslegen zumindest. Auch die Frage, zu welchem Platz Mobile kommen würde. Also ich glaube nicht in die Höhle. Maximal hier zum Oasenplatz oder zum Wüstenplatz. Die Musik hier ist immer so witzig. So, dann können wir in aller Ruhe Team Krall verfolgen. Beziehungsweise Team Krypto, die sich scheinbar schon wieder irgendwie zusammengetan haben. Oder vielleicht haben sie das auch nicht und rivalisieren gerade miteinander, weil es ja hieß Team Krall, dass Team Krall die jetzt verfolgt. Oh, das ist ja ein abgefahrener Platz. Oh nein, Leute, was ist da los? Wir wurden entdeckt, also Schluss mit dem Versteckspiel. Wer wir sind? Na, Team Krall. Team Krall? Muss man das kennen? Da haben wir es. Er kennt uns auch nicht. Es ist wirklich deprimierend. Okay, gehen wir. Überlassen wir das Drachkrall. Blödsinn. Wir haben doch endlich Team Krypto gefunden, oder nicht? Wir werden auf keinen Fall gehen. Hey, du da, du Klotz. Wir müssen da rein. Geschäfte. Mach Platz, sonst müssen wir dir wehtun. Klotz. Ihr wagt es, Dolph den Dollen einen Klotz zu nennen? Seid ihr lebensmüde? Na wartet, so nicht. Oh, jetzt haben sie ihn wütend gemacht und kämpfen gegen ihn. Oder müssen. Team Krall, zapp. Oh, da können wir jetzt gar nicht intervenieren.
Mirapla wird von Team Krall Zapp in den Kampf geschickt. Und Sengo von Strolch Dolph. Okay, er hat ein Sengo, Leute. Oh, ein Krypto-Sengo sogar. Ja, das war wohl nichts, Brudi. Da saß ich wohl am kürzeren Hebel. Ah, so ein Mist. Was habe ich dir gesagt? Hätten wir gewartet, bis Drakral da ist, dann wäre das nicht passiert. Brutus müsste Drakral die Krallmaschine jetzt schon gegeben haben. Hey, wollt ihr nochmal was auf eure hässlichen Rüben haben? Ugh. Okay, Rückzug. Gehen wir zurück zum Versteck. Hey, gib mir meine Maschine wieder. Und du trollst dich nicht? Du hast Mut. Aber, Moment mal. Genau, du bist doch dieser Nervzwerg aus Porta Portos. Was machst du denn hier? Du bringst doch nur Unglück. Seit ich dir begegnet bin, tappe ich von einer Miserie in die nächste. Zuerst werde ich wegen dir von seinem Schönling in Porta Portos platt gemacht. Dann macht mich Captain Olaf zur Schnecke, weil ich ohne Erlaubnis ein Krypto-Pokémon eingesetzt habe. Und deswegen muss ich hier zur Strafe blöd Wache halten. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Wer hat Captain Olaf das mit der Krypto... mit dem Brück... Eins verstehe ich immer noch nicht. Wer hat Captain Olaf das mit den Krypto-Pokémon gesteckt? Ah, nur daran zu denken macht mich schon wütend. Jetzt bist du dran. Ah, er geht auf uns los. Nature schreibt, schön, dass du genau für diese Szene Sina cosplayst. Ja, da hast du wohl recht. Und er setzt einen Sengo und einen Dodo ein, was, ja. Wir können uns das Sengo nicht krallen, wir müssen es besiegen. Wir haben ja keine Krallmaschine mehr. Das ist traurig. Ja, was? Aber wir können es uns nicht krallen. Zum ersten Mal zwingt uns das Spiel, ein Krypto-Pokémon wirklich zu besiegen, weil wir es sonst verlieren würden. Also wir verlieren so oder so, verstehe mich nicht falsch. Ne? Gut, wir sind nur Level 20. Kann sein, dass Malte wieder mit einem Schlag besiegt wird. Und leider ist es auch so. Sehr schade. Komm zurück, mein Freund. Das nächste Mal tausche ich gleich. Los, Blitzer, nimm seinen Platz ein. Die Blätter. Blitzer, los! Donnerschock, zeig's ihm! Dodo ist down. Nature schreibt, wenn ich jedes Mal 100 Kanalpunkte bekommen würde, wenn Malte drauf geht. Ja, ich tausche das nächste Mal, versprochen. Ich bin halt leider auch ein bisschen ein risikobehafteter Kämpfer. Da wird mich jetzt wahrscheinlich jeder Competitive Player schimpfen für, weil man kann solche Sachen ja ausrechnen. Oh nein, Blitzer wurde besiegt. Komm zurück. Mein Freund. Das hat dich hart getroffen. Los, Pikmin, du bist dran. Theodore? Katzfurie, zeig's ihm. Ah, leider nur dreimal. Wir schauen, dass wir Kanivana kurz ausschalten, bevor wir mit Tempo-Heap auf Sengo gehen. Theodore hat es leider auch erwischt. Aber gut, bei dem Levelunterschied. Los, Domitius, du bist dran. Pikmin, Megasauger, zeig's ihm.
Kanivana ist auch weg. Aber das ist so traurig, dass wir es uns nicht holen können. Zu euren Diensten, Sina. Schön, dass du da bist, Brudi. Mrs. Hardin reicht Level 24. Und ein Lepidus kommt auch noch rein. Sinko und Lepidus auf demselben Feld. Interessant. Gut. Ich bin dafür, dass wir erstmal Sengo weghauen. Die Queen Tempohieb, los! Sengo kommt nochmal mit Kryptoschlag durch. Nein, Domitius! Oh, das war hart. Ich war mir ziemlich sicher, dass Domitius das packt. Los, Mrs. Hades, du bist dran. Das ist nicht gut, Leute. Wir stehen echt mit dem Rücken zur Wand. Und das ist auch noch sehr effektiv. Vielleicht sollten wir... Gut, jetzt mit Tempo-Heap ist auf jeden Fall Sengo down. Sehr gut gemacht, P-Queen. Aber mit der Giftattacke haben wir ein Problem. Wir müssen, glaube ich, beleben. Sehr gut gemacht, Mrs. Hades. Ein Relikant. Ja, das ist gar nicht gut. Ich meine, wir können jetzt mit Megasauger-Relikant natürlich wieder was abknüpfen. Und der Feuersturm trifft. Das ist gut. Reicht aber nicht ganz. Giftschweif nochmal. Bitte halt durch, P-Queen. Ach, Gott sei Dank. Okay, Mrs. Hades. Wir gehen diesmal auf Nummer sicher mit Flammenwurf. Und P-Queen, du schnappst die Relikant, um deine KP wieder aufzufrischen. Los, Megasauger! Das hat leider überlebt. Aber das gibt uns einen kleinen Vorsprung. Mrs. Hades, Flammenwurf, bring es zu Ende. Flammenwurf, bring es zu Ende. So, das war's mit Lepidus. Ja. So läuft's manchmal. Und Relikant setzt Felsgrab ein. Auf Pikmin. Das macht uns aber gar nichts aus. Damit ist der Kampf zu Ende. Wir haben viele Verluste einstecken müssen, leider. Und macht Mrs. Hades den finalen Schlag, oder? Ja. Okay. Und Relikant ist auch da. Und übrigens, Relikant, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon mit. Also ich habe viele Lieblings-Pokémon, wie ihr wisst. Ich erinnere an Seemobs. Aber Relikant ist irgendwie super cool, weil das Muster auf seinem ganzen Körper aussieht wie eine Schatzkarte. Ich glaube, bisschen stärker als Finte, oder? 60, 100. Nee, sehe ich keinen Vorteil drin. Obwohl... Brüller ist halt eigentlich bescheuert. Haben wir lieber einfach Brüller weg. Wer braucht den schon? So. Aber krass, das Spiel hat uns zum ersten Mal gezwungen, ein Krypto-Pokémon zu besiegen. Und wir konnten uns das nicht krallen. Das ist krass. Also, muss sagen, Pokémon XD überrascht mich doch hier und da sehr. Aber das kann nicht wahr sein. Oh doch, es ist wahr, mein Freund. Es ist wahr. Sina hat dich besiegt. Leute, Mrs. Hades entwickelt sich. Es wird aber auch Zeit. Und Hundemann ist in unserem Team. Ich habe mich schon drauf gefreut. Ah, sieht es nicht toll aus? Du bist doch nur ein Kind. Wie kann Dolph der Großartige von so einem Rotzlöffel besiegt werden? Du hast bestimmt getrickst oder einfach nur Glück gehabt. Ja, das muss es sein.
Gegen dich kämpfe nicht mehr. Wenn du mich nochmal austrickst, ist mein guter Ruf im Eimer. Aber wir haben dich fair besiegt. Wir haben sogar ein paar ganz schön krasse Verluste eingefahren eigentlich. Malte, Theodore. Wir heilen uns jetzt erstmal. Oh. Leni von UNBS. Hallo, hier ist Leni von UNBS. Michael, hier ist irgendwas im Busch. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Bitte komm zu UNBS in Piritus und beeil dich. Okay, wir wissen jetzt, wo dieses Versteck ist. Wir können anscheinend nicht weiter vordringen, weil ich nehme stark an, dass der uns nicht vorbeilässt. Oh doch, der lässt uns vorbei. Aber dann kann es halt sein, dass wir gegen die zwei Schränke da kämpfen müssen. Mach dich vom Acker, Punk. Wenn Dolph der Mächtige zuschlägt, wächst kein Gras mehr. Aber du kannst doch nicht Sina schlagen. Wer schlägt schon ein kleines, hilfloses Mädchen? NatureMart schreibt, Trivia, es gibt nur eine Handvoll Pokémon, die im Deutschen auf Mon endet. Jetzt haben wir eins. Anders als bei Digimon. Hier ist was im Busch, schreibt Nature. Etwa ein Pflanzen-Pokémon. So, wir heilen wir uns jetzt am besten. Gehen wir mal kurz zum Lagerturm. Ist eigentlich egal, wo wir hingehen. Aber wenn wir nach Piritus gehen, dann geht es wahrscheinlich mit der Story weiter. Und ich glaube, ich habe gerade einen Plan gefasst, Leute. Ich glaube, ich entwickle Malte jetzt. Wir müssten eigentlich ein Sonderbonbon haben. Und wenn Malte entwickelt ist, dann geht er nicht so schnell down. Wobei, ja, war eigentlich schon immer ein bisschen fragil, dieses Trassler und Kirlia. Ja, Nature, Lager war vielleicht jetzt doch nicht so eine gute Idee, weil ich jetzt hier ewig durchirren muss, bis ich mich heilen kann. Ja, ich gehe wieder zurück. Ich dachte, da wäre gleich einer am Haupteingang gewesen. Mich total getäuscht scheinbar. Ja, natürlich, in Piritus muss ich ja beim Hotel übernachten. Ach ja, beim UNBS war auch eine Heilmaschine. Aber erst im zweiten Stock oder so, nicht, dass es dann weitergeht und ich kann nicht kämpfen. Das wäre echt furchtbar. Speichern tun wir auf jeden Fall. Okay. Könnten auch in eine andere Stadt gehen und uns dort schnell heilen. Sicher ist sicher. Da ist doch gleich das Pokémon Center. So, das war jetzt wichtig irgendwie. So, die Pokémon sind topfit und jetzt wird sich nochmal geheilt. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich verklickt. Nein. So. Und wir tun jetzt erstmal Malte entwickeln. Wenn ich mich nämlich nicht täusche, ja, haben wir ein Sonderbonbon. Bevor er jetzt noch 50.000 Mal down geht, müssten wir ihn jetzt damit eigentlich zur Entwicklung bringen. Gedankengut wieder lernen, na schauen wir doch mal. Schützt vor physischen Angriffen. Ja, machen wir aber auf jeden Fall, weil Malte ist ja speziell. Also ist das auf jeden Fall eine gute Idee mit Gedankengut. Wobei er dann immer eine Runde verliert und vielleicht nicht überlebt. Und Malte entwickelt sich. Das damals eigentlich gemacht mit meinem Gardevoir. Das Arschspiel ist nicht hier. War damals in der Fundgrubenarena. Nee, in der Feenarena war das sogar. Und wir haben ein Kirlia. Wuhu! Im Doppel ist Reflektor etwas besser, denke ich. Ja, okay. So könnte man argumentieren.
So, wir speichern. Und jetzt machen wir uns auf zu Hometown Piritus. Na, Brudi? Finde ich auch. Gedankengut ist doch auch ganz nützlich. Aber ja, tatsächlich muss man bei diesem Spiel sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass man ständig im Doppelkampf ist. Und ja, schauen wir mal, was uns diese Entscheidung bringt. Okay. Auf nach Piritus. Eine stolze Stadt der Draufgänger. Ist die perfekte Beschreibung für Piritus. Okay. Auf zum ONBS. Das ist ja auch nicht so weit. Wo du gerade hier bist, es gibt doch das Interview. Hä? Aber ich muss doch sowieso in den ONBS für das Interview. Oder? Oder nicht? Nature, spuck's aus. Wo muss ich hin? Jetzt bin ich verwirrt. Sina ist verwirrt. Hey, wie läuft's, Alter? Oh, da wäre auch was zu heilen gewesen. Nee, das ist speichern. Ah. Er hat hier auf jeden Fall das Bild von Drakral noch hängen. Bist du vielleicht der Junge aus den Nachrichten? Das war saubere Arbeit. Ich bin beeindruckt, dass jemand, der sehr jung ist wie du, sich so sehr für die Gerechtigkeit einsetzt. Wir sind vom selben Schlag. Mach nur weiter so, Junge. Schauen wir mal, wer jetzt aktuell so im Gefängnis rumlungert. Ist verschlossen. Hoi, 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 hoi. Dieser vertrottelte Hohlkopf Pirio, das geschieht ihm recht. Das ist die Strafe dafür, wenn man Gefangene einfach so entkommen lässt. Hoi, hoi, hoi. Okay. Oh nein, er ist eingesperrt. Kommissar, bitte, ich werde meine Zeit nie wieder mit Plauderei verplempern. Bitte lassen Sie mich wieder raus. Wenn ich hier eingesperrt bin, wer sorgt dann im Piritus für Recht und Ordnung? Puh. Pirio ist eingesperrt worden. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, wann das passiert ist. Nature schreibt, in Porta Portus wollte dich doch die Mama deiner Freundin noch interviewen. Ich schreib ja schon. Boah, wo wir gerade im Piritus sind. Und es ist Zeit für eine Keilerei. Domitius hat nach einer Keilerei verlangt. Mit 1000 Kanalpunkten, dem komme ich natürlich nach. Ich denke mal, die nächste Person wird dann ungefähr die Person sein hier. Ist das okay, Domitius? Kanalpunkte, die müssen wir doch treu einhalten. Und ein bisschen Training können wir sowieso brauchen. Melden Sie sich jetzt oder schweigen Sie für immer, Domitius. Welchen Gegner sollen wir denn herausfordern? Also die nächste wäre eigentlich die hier. Du hast die Qual der Wahl. Entscheide weise. Hättest du auch unter zu Keil gehen können, aber klar, ist okay. Ist Keil näher gewesen, dann gehe ich natürlich zu Keil. Ist auch kein Problem. Ich habe keine Angst vor diesem Keil. Ich habe den schon so oft fertig gemacht. Dann kämpfen wir gegen Keil. Let's see. Hey Junge, du siehst so aus, als stehst du schon wieder in den Startlöchern. Wie immer eigentlich. Aber lass dir eins gesagt sein, du magst mich ja gestern besiegt haben. Aber glaub ja nicht, dass dir das heute erneut gelingen wird. Ich habe mein Training verfeinert. Also, wie wäre es mit einem Kampf? Also gut, ich, Keil, werde dir nun meine verbesserten Techniken präsentieren. Meine verbesserte Technik präsentieren. Raufbold Keil! Auf in die Keilerei! Kirlia und Granbull. Nature Mate schreibt, Keil liegt auch auf dem Weg nach Porta Portus. Richtig. Das kann man auf jeden Fall noch machen. So, zur Erinnerung, wir sind leider immer noch Level 20 mit diesen zwei Süßen hier, also Level 21. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht viel Sinn machen, die beiden drin zu behalten. Am besten wir tauschen gleich.
Haha. Nature schreibt, Moment, gestern hier läuft der Doppelgänger von Michael rum. Von Brudi? Meinst du ernsthaft? Oh nein, zweimal Brudi, das ist zu viel. So, kommt zurück, meine Freunde. Ihr werdet einmal ausgewechselt. Domitius schreibt, glaube, Kyle hat ein Zeitwahrnehmungsproblem. Ich glaube auch, weil das war nicht gestern. Und Lichtschild wird vom Gegner eingesetzt, gefolgt von einem Tackle von Granbull. Aber P-Queen kontert. Sehr schön. Und ist vergiftet, auch noch Granbull mit Sporenwert. Sehr gut für uns. Mrs. Hades, wir brauchen tatsächlich deinen Biss bei Kirlia. Und Tempohieb auf Granbull. P-Queen, Tempohieb, los! Leider ist Tempohieb nicht so stark, aber das Vergiftetes könnte es das gewesen sein. Mrs. Hades, Zeit für Biss, los! Auch Kilia ist nicht down gegangen. Kilia setzt Konfusion ein. Ach, gut durchgehalten, P-Queen, mein Freund. Ein Tackle von Granbull kommt hinterher. Aber P-Queen hält auch das aus. Ach, so ein treuer Gefährte. Granbull geht down durch das Gift. Nature schreibt, also wenn ich die Wahl zwischen zweimal Brudi oder zweimal Sina hätte... Okay, guter Punkt, Brudi. Der Mischer schreibt, haben wir in Fennec schon den Bürgermeister gerettet? Wenn ja, sollten wir nochmal mit ihm reden. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, du Michius. Hat er uns nicht irgendwas geschenkt? Ein Blanas kommt in den Kampf. Das ist natürlich super für Mrs. Hades. Und wir schnappen uns einfach das Kirlia mit Tempohieb. Ist zwar nicht effektiv, aber musste reichen. Sehr schön. Gut gemacht, P-Queen. Jetzt wäre irgendwas, was anfällig für Pflanze ist, gut. Aber ich glaube, der Kampf geht eh nicht mehr so lang. Hundemann wird von Raufbold Keil eingesetzt. Hundemann gegen Hundemann, Leute. Mrs. Hades, los! Flammenwurf! Zeig's diesen Planers. Yes. Der Flammenwurf ist auf jeden Fall schon viel besser als vorher. Haha. Gemisse schreibt, er sollte dir was schenken. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob du das Item schon hast. Ja, ich gerade auch nicht. Ich müsste auch nochmal nachschauen, ehrlich gesagt. Ist die Frage, wie viel Hundemon aushält. Ja. Sehr gut. Wir haben Hundemon besiegt und damit Keil gezeigt, wo der Hammer hängt, würde ich sagen. Die Keilerei war erfolgreich. Mrs. Hades erreicht Level 26. Jetzt läuft's. Sehr gut. Dann kann's weitergehen, oder? Ho, ich dachte, mein Team sei stark. Junge, du bist gar nicht schlecht. Es ist schon Talent vonnöten, wenn man mich, Kyle, nach meinem verfeinerten Training schlagen will. Tja, so sind wir, ne? Gut, jetzt nach Porta Portus. Also wenn ich mich jetzt richtig verstehe, Chat, dann soll ich jetzt erstmal mich ein bisschen mit Nebenquests beschäftigen. Gut, machen wir das. Kann man ja auch mal machen. Ein bisschen Nebenquests finde ich eigentlich auch immer gut. Erstmal nochmal heilen. Wenn wir schon hier sind. Domitius schreibt, also Porta Portus zum Interview. In Fennec nochmal mit Indri... ich meine den richtigen Bürgermeister reden. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Ich will nie wieder Intrigo treffen. Der hat mir Albträume verschafft, Leute, bei Colosseum. Boah, da, oh, der hat mich echt, echt lange verfolgt. Mann, war ich glücklich, als wir den endlich besiegt haben. So, dann suchen wir doch mal das Interview. Ich bin ehrlich, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an die beste Freundin meiner Mutter oder wer auch immer erinnern. Das heißt, ich muss jetzt erstmal suchen, wo die war.
War die hier im Krabbi-Club? Mal schauen. Ach süß. Die treten hier auf. Möglicherweise bilde ich es mir nur ein, weißt du. Aber dieser Typ, Herr Opulus, hat was Bedrohliches an sich. Mir läuft es eiskalt den Buckel runter, wenn ich ihn sehe. Ja, genau meine Worte. Dieser Mann ist böse. Ich sag's euch, das ist unser Intrigo. Der tut nur so lieb. Die beste Freundin von dir selbst, also von Sina. Ups. War ganz links in dem normalen Haus irgendwo. Okay, danke. Danke, dass du mich erinnerst, Brudi. Ganz links in irgendeinem normalen Haus. Okay. Vielleicht hier? Na, hier sind nur Männer. Wo ist meine beste Freundin? Wahrscheinlich hier. Domitius schreibt, langsam läuft mir auch jedes Mal ein Schauer den Rücken runter, wenn du mich Brudi nennst. Nature schreibt, du magst den Trigo geschlagen, aber besiegt hast du ihn niemals. Aber der ist doch ins Gefängnis gewandert, Brudi. Der kann doch gar nicht mehr auftauchen. Oder meinst du, jemand hat ihm zur Flucht verholfen? Oh, Sinas großer Brudi, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Das war ja toll. Ich finde, du bist wirklich cool. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Michael, hast du meine E-Mail gelesen? Darauf habe ich gewartet. Seit ich dich im Fernsehen sehe, muss ich an dich denken. Seit ich dich im Fernsehen sah, muss ich an dich denken, Michael. Aber ich bin doch viel zu alt für dich. Zu jung. Aber ich bin doch viel zu jung für dich. Shelly, also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich weiß jetzt, dass ich einfach verpflichtet bin, ein Buch mit dir als Hauptfigur zu schreiben. Also darf ich dich bitte interviewen? Lass uns gleich anfangen. Michael lässt sich interviewen. Verstehe. Michael, du hast als Professor Klein den Laborchef des Pokémon-Hauptlabors gerettet. Ja? Michael, du warst in den Nachrichten in diesem Bericht über Fennec. Aber warst du vorher schon einmal im Fernsehen? Ja doch, bei dieser Pokesnack-Geschichte. Ja. Ach du meine Güte, die Libra wurde gekapert, weil Team Krypto hinter den an Bord befindlichen Pokémon her war? Ja. Wow, das ist ja unfassbar. Michael, du musst ein unglaublich talentierter Trainer sein. Das sieht man dir gar nicht an. In diesem Interview wurde mir erst klar, wie fantastisch und spannend deine Geschichte ist. Ich danke dir vielmals, dass ich dich interviewen durfte. Vielen, vielen Dank. Wow, Leute, wir haben ein Münzamulett bekommen. Das Item, was wir im letzten Pokémon Kolosseum Stream ganz am Schluss bekommen haben, wo es uns überhaupt nicht mehr nützlich war. Witzig. Ich habe das Gefühl, dass ich ein episches Meisterwerk schreiben werde. Und das verdanke ich nur dir. Sieh mir beim Schreiben zu. Okay, mache ich. Kein Ding. Nature schreibt, danke, dass du mich erinnert, wer meine beste Freundin ist. Genau. Domitius schreibt, Alter, sagt hier jedes Kind in Ore Brudi? Scheinbar, oder? Ganz erschreckend. Nature schreibt, wir hätten am Anfang den Stream einen Brudi-Counter starten müssen. Oh ja, das wäre cool gewesen. Oh, das wäre die Idee gewesen, verdammt. Domitius schreibt, geil, noch mehr Geld verdienen, um mit Kapitalismus noch mehr Geld auszugeben. So funktioniert Kapitalismus. Wo wir gerade beim Thema sind. Oh nein, Domitius, willst du Kapitalismus einsetzen? Nature schreibt, Münzamulett, Domitius, du sprichst mir aus der Seele. Wir geben Münzamulett auf jeden Fall jetzt erstmal jemanden, weil man kann ja nie zu viel Geld haben. Nein, nicht benutzen. Ich muss das Spiel unbedingt mal normal an einem Fernseher spielen oder so.
So, Pikmin hat jetzt mal ein Münzamulett bekommen. Domitia schreibt, wer weiß, bestimmt nicht dann, wenn du damit rechnest. So gehört sich das Domitius. Aber Brudi, du kannst mich doch nicht so auf Folter spannen. Auf die Folter spannen. Gut, wir haben das Interview gemacht. Wir haben Münzamulett bekommen, das ist sehr cool. Dann können wir ja eigentlich weitermachen. Ich spare erstmal aufs nächste Cosplay, schreibt Nature. Hast du denn schon was im Kopf, was du mir gerne anhängen würdest, Nature? Wir gehen als nächstes nach Fennec, so wie Domitius schreibt, und wir suchen den Bürgermeister auf. Ah, wo war denn nochmal Fennec? Da la 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 la. Da ist es. Diese unscheinbare Stadt beim Pokémon Kolosseum Stream, wo dann der Oberbösewicht hauste und residierte. Das war schon echt der Hammer, oder Leute? Das hat mich echt umgehauen damals. Ich hab den völlig vergessen. So. Dann schauen wir doch mal vorbei. Verzeihung, wie war das? Sagtest du, die Libra ist in der Wüste? Das war also der Grund, weshalb Team Krypto unsere Stadt belagerte. Sie wollten die Pokémon aus dem Schiff an sich bringen. Ja, so nicht mehr zu sagen dazu. Okay, das war's schon. Scheinbar haben wir schon das Item bekommen, aber finde ich immer wieder nice, wenn Charaktere auf aktuelle Geschehnisse reagieren. Nature schreibt, naja, mir fallen da ein paar ein. Die Queen, Mr. Opolos, die ältere Dame von dem Bürgermeisterhaus. Echt, die ältere Dame vor dem Bürgermeisterhaus? Dein Ernst? Die hat nicht meinen Namen, oder? Warte mal, wir sprechen sie mal an. Aber ältere Damen cosplayen, das fände ich eigentlich auch ganz lustig. Oder einen älteren Herren. Mal so richtig Falten schminken und so. Das wäre schon lustig. Hast du einen Namen? Nein, hat sie nicht. Sie hat leider keinen Namen. Unser Bürgermeister ist wieder da und er schien recht glücklich zu sein. Ich glaube, das verdanken wir dir. Vielen Dank, mein Junge. Aber immer doch. Wir nehmen gleich den Direktweg nach außen. Aber immer noch besser als deine Mutter, schreibt Nature. Oh Mann. Domitius, das war der Bürgermeister in XD? Kann mich gar nicht dran erinnern. Aber dann müsstest du das Item ja schon haben und könntest es einem Pokémon geben. Ja, das machen wir natürlich auch gleich. Wir gehen zu diesem komischen pyramidenförmigen Gebäude, wo anscheinend Team Krypto haust und sich versteckt und Krypto-Pokémon erschafft. Unglaublich, oder Leute? Wir müssen das verhindern. Ja, welches Item meint Domitius? Ist es irgendwas Krasses? Sanftglocke? Meinst du Sanftglocke? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was der Bürgermeister uns geschenkt hat. Voll übel, oder? Wir haben auf jeden Fall noch 12 Superbälle, 9 Hyperbälle, 20 Pokebälle, Premierball und einen Luxusball. Wir haben verschiedene TMs, Bären, Memos. Nope, das war's nichts, schreibt Domitius. Eigentlich sollte es einen EP-Teiler geben. Ja, den habe ich schon in Verwendung. Glaube ich. Wenn das die OBNS wüsste. Ja, wieso wissen die das? Wir müssen ja zur OBNS. Jetzt hätte ich das fast vergessen. Vor lauter Keilerei. Immer diese Keilereien. Ja, wir müssen natürlich das im OBNS melden. So geht es ja nicht. Auf nach Pyritus. Alles gut. Ich find's doch toll, wenn der Chat mich auf was hinweist. So, jetzt weisen wir aber jemand anders mal auf was hin, und zwar den Nachrichtensender hier. Wir haben die Libra gefunden, das muss die Welt wissen. Ja, immer diese Keilerei. Furchtbar, finde ich auch. Und prompt setzt Domitius wieder seine Kanalpunkte ein, um uns ins Schwitzen zu bringen. Wir kämpfen gegen diesen Typen hier. Denn wir müssen jetzt nun den direkten, allernächsten Gegner herausfordern. In dem Fall ist es der hier. Der Dirt. Dirt ist unser neuer Gegner. Mir ist es völlig egal, wer mein Gegner ist. Auch gegen einen Knirps wie dich kämpfe ich mit all meiner Kraft.
Dann sind wir mal gespannt, was du drauf hast, Kumpel. Schneckwack und Natu. Auf Level. Lassen wir uns mal überraschen. Theodore und Malte, ihr seid dran. Das ist eigentlich ganz gut für uns, ne? Wir können ein bisschen Level vertragen, wie gesagt. Level 23, das sollte doch schaffbar sein. Versuchen wir als allererstes das hier. Und die Schockwelle auf Natu. Roadrunner, hey, hallo Brody, schön, dass du da bist, Brody. Willkommen im Chat. Heute im Chat sind alle die Brudis von Sina. Und Schwestis natürlich. Nature schreibt, Regel Nummer 1 von Pyridos, man spricht nicht über Pyritus. Oh nein, Natu hat überlebt. Theodorisch, lecker! Keine so nützliche Attacke, ich weiß, aber manchmal hoffe ich einfach, dass ich die Gegner paralysiere. Malte, pass auf! Überreste, wuh! Gut, dann haben wir jetzt erstmal nochmal auf Schneckmark und Natu down. Schön, dass du da bist, Roadrunner. Wie war deine Woche? Rody schreibt, sorry wegen der Verspätung, was ist in letzter Zeit so passiert? Habe letzte Woche total versäumt. Ja, kein Problem. Ich habe neue Kanalpunkte eingeführt, mit denen man mich dazu bringen kann, einen Charakter aus Ore zu cosplayen. Heute bin ich Sina für euch. Skipjay hat seine Punkte eingelöst. Was ist noch passiert? Wir haben die Libra gefunden im Wüstenmeer und haben die heute auch gleich mal erkundet. Dabei wurde uns die Krallmaschine geklaut. Unglaublich, oder? Team Krall war da. Und die haben uns einfach mal schlafen gelegt mit Schlafpuder und haben uns die Maschine geklaut. Und ja, wir können uns gerade aktuell keine Pokémon krallen, müssen aber dem ONBS auf jeden Fall, dem Nachrichtensender, mitteilen, dass wir Team Krall gefunden haben und auch deren Versteck. Bin gespannt, was daraus wird. So, wir hauen jetzt erstmal Schneckmark weg, weil der ist mir zu anstrengend. Malte, Konfusion, los! Und Schneckmark ist down. Ja, diesen Kampf sollten wir doch locker schaffen. Theodore, Rückkehr! Oh, gut gemacht, mein Freund. Wann entwickelt sich Theodore eigentlich? Naja, sollte er nicht mehr allzu weit hin sein. Luflo setzt Absorber ein. Absorber ist ja relativ schwach, deswegen kein Problem für uns. Und Überreste tut auch wieder was herstellen. Wir schnappen uns jetzt dieses Duflor und damit ist der Kampf beendet. Malte, Zeit für Konfusion, zeig's ihm. Und das war's. Wir haben Dirt besiegt und damit der guten alten Keilerei Genüge getan. Wie ihr seht, könnt ihr mit euren Kanalpunkten einiges machen. Schaut gerne mal in die Liste, wenn ihr was einsetzen wollt, werde ich das sofort tun natürlich. Wenn ihr Fragen habt, erkläre ich auch, was genau. Ja, Kampf gewonnen, Keilerei siegreich. Oh, wir hatten keine Chance. Und er fällt nach hinten um, der arme Tropf. Sei froh, dass es nur ich war und nicht mein Brudi. Du, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Das nächste Mal verliere ich aber nicht gegen dich. Ganz fassungslos. Die neue Kanalpunkte-Option klingt echt interessant. Ja, finde ich auch. Habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen für euch. Schließlich haben wir hier, ja, im Gegensatz zu Kolosseum, andere Möglichkeiten auch. Oh, ein Pokesnack. Ein Pokeplatz ist scheinbar mit einem wilden Pokémon. Ein wildes Pokémon ist erschienen, wollte ich sagen. Und zwar in der Oase. Das könnte natürlich sein, dass wir uns jetzt mobile... Ja gut, das schnappen wir uns noch schnell und dann melden wir dem ONBS, was passiert ist. Was soll schon passieren bis dahin? Es warten doch eh alle auf uns.
Ich muss jetzt heftig sparen, schreibt Nature an Rhodey. Ach, ich mag immer gar nicht aus der Stadt rausgehen, weil die Musik mir so gut gefällt. So, der Oasenplatz ist ja nicht weit. Michel schreibt, glaube ich, spare jetzt auch auf 15.000 Punkte und wünsche mir dann ein Cosplay von Bodybuilder-NPC. Pass auf, das mache ich dann auch. Ein Funpie scheinbar wartet hier auf uns. Wie süß. Wir versuchen uns natürlich sofort zu fangen. Theodore, du bist dran. Und Schlecker. Wenn es nicht klappt, tauschen wir und versuchen es mit Gesang. Yes, paralysiert. Wunderbar. Ich mach das, Leute. Ernsthaft? Wenn ihr mich als Bodybuilderin sehen wollt, die Trainerklasse, ich bin dabei. Ich mache auch einen Poké-Senior, wenn ihr wollt. Ihr werdet schon sehen. Mädchen schreibt, so wie ich es schrieb, wenn schon das der männliche. Ach, der männliche Bodybuilder. Ja, auch kein Problem. Ich kenne da ein paar Cosplay-Tricks. Da werdet ihr staunen. Funpie ist paralysiert weiterhin. Und mit Schlecker ziehen wir nicht allzu viel ab. Also schaffen wir uns auf jeden Fall, dieses Funpie zu krallen, denke ich. Leider ist es nicht das Mobile, das ich erwartet habe. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Funpie wäre eigentlich auch ein cooles Pokémon zum Trainieren. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. So, Zeit, einen Pokéball einzusetzen. Los, Pokéball, schnapp es dir. Ich vergesse gerade, dass ich gar keine Krallmaschine mehr habe. Und? Yes, Funpie gehört uns. Oh, Brody wird so stolz sein auf mich. Nein, ich wollte Funpie eigentlich keinen Spitznamen geben. Es ist weiblich. Habt ihr eine Idee, wie wir Funpie nennen könnten? Dumbine oder so. Senior, männlich, weiblich, divers, schreibt Epic Boger. Ehre, Epic Boger. Dumbine. Es ist wunderschön. So bleibt es jetzt. Svenjamin. Oh, das ist gemein. Skip Jay. Epic Boga hat Kanalpunkte eingesetzt. 15.000. Oh. Entschuldigung, Epic Boga. Ich habe es gar nicht gesehen. Epic Boga spendet seine Kanalpunkte, um mich in einem Cosplay zu sehen. Welches Cosplay? Ich soll ein Pokesonio cosplayen? Okay, wow. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, tut mir leid. Normalerweise kriege ich immer so einen kleinen Ping im Ohr, dass was eingesetzt wurde, aber diesmal nicht. Oder ich war so von Funpie. Ich habe mich so über Funpie gefreut. Okay, Leute. Im nächsten Stream bin ich dann euer Poké-Senior. Männlich, weiblich, divers. Wahrscheinlich heißt das, suchst dir aus, weil es gibt ja Poké-Seniorin und Poké-Senior. Ich schaue mir die beiden Trainerklassen an und dann seht ihr mich im nächsten Stream vielleicht als alte Dame. Mal schauen. Wow, ihr seid echt toll. Epic Burger schreibt, habe mir ein Oracle-Cosplay gewünscht. Kam es durch? Jetzt schon. Ja, das ist unsere Dubine und nächstes Mal dann komme ich als Poké-Seniorin in den Stream. Ich bin gespannt. Ihr seid wahrscheinlich genauso gespannt. Wieso hast du so viele Kanalpunkte, Epic Burger? Warst du schon so oft im Stream dabei? Eigentlich immer, oder? So, jetzt aber nach OBNS. Das gibt's ja nicht hier. Wir lassen es ständig ablenken. Nature schreibt, kriegen wir das hin, ein Cosplay pro Stream bis zum Ende des Spiels? Schaut mal, ich bin gespannt. Also, ich bin bereit, mir jedes Mal auf jeden Fall was anzuziehen für euch. Dimitri schreibt, okay, ich habe gerade was noch Besseres als Bodybuilder im Kopf. Na dann spar mal fleißig.
Ich habe schon nach einem Afro geschaut, falls jemand die Queen im Kopf hat. Oh. Okay, noch ein Pokémon. Wir wollen ja Mobile fangen, also muss ich das jetzt wahrnehmen. Dann können wir die Musik auf jeden Fall noch länger hören. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, aber es gibt ja nur zwei Stellen, wo was auftauchen kann. Happy Burger schreibt, hatte kurz überlegt, den Pokémon XD-Charakter Mobile zu wählen. Aber Mobile ist ein Pokémon. Na gut, ich meine, könnte natürlich auch ein Pokémon cosplayen, hast du recht. Squawkler. Sehr cooles Pokémon, by the way. Theodore, du bist dran. Schleck's ab. Skitchay schreibt, Nature, wenn ihr noch durch andere Streams Punkte sammelt, bestimmt. Ja, stimmt. Guter Punkt, Skitchay. Es streamen natürlich noch mehr Leute außer mir. Morgen zum Beispiel ist der gute Darkness dran oder kurz Nex mit seinem Conix Club und seiner Beliza Run Challenge in Pokémon Leuchtende Perle. Schaltet gerne morgen ein, um 20 Uhr geht's los. Und in der Früh beglückt euch hier der gute Kirill mit dem Pokémorgen um 7.30 Uhr bis 9 Uhr morgen. Übrigens, für alle zur Info, wahrscheinlich wird der gute Kirill eine Zeit lang erstmal nicht mehr Freitag streamen. Das wird sich jetzt ein bisschen rauskristallisieren. Ich werde aber nochmal fragen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, Skorkler ist paralysiert. Ich denke, wir könnten es wagen, einen Pokéball zu werfen. Kein Mobile mittlerweile. Ich denke mal, Mobile zu finden ist wahrscheinlich auch eher so eine Sidequest. Wir werfen wieder einen Pokéball. Und los! Gonna catch them all. Oh nein, Skorkler ist ausgebrochen. Skitchay schreibt, vielleicht plane ich vor Weihnachten auch noch etwas. Spoiler. Oh ja, das könnte natürlich passieren. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich kommendes Wochenende was streamen soll. Und zwar Pokémon, das Trading Card Game. Aber ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Wer von euch kennt denn das Trading Card Game? Und wer würde es gerne sehen, mal gestreamt zu... Also, wer würde es gerne gestreamt mal sehen von der Guga Liga? Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Die kleine schwarze Cartridge für den Gameboy von früher. Das neue TCG Online ist ja leider immer noch nicht da. Es kommt wohl erst nächstes Jahr. Skorkler setzt Kickstoffe ein. Theodore, pass auf! Es lässt sich irgendwie nicht so leicht fangen diesmal. Vielleicht sollten wir einen anderen Pokéball benutzen. Wir nehmen mal einen Superball. Irgendwie verbiss ich ein bisschen die Wüstenbar von Pokémon Colosseum. Ich hoffe, wir kommen da noch irgendwann hin. Und? Yes! Wir haben uns Gorgler gefangen. Gekrallt darf ich nicht sagen. Und kommt auf den PC. Wunderbar. Die Michis schreibt, ich habe es damals nie durchgespielt. Ich kam immer zum Anfang des Turniers. Da war immer Feierabend für mich. Als Kind habe ich da einfach nicht durchgeblickt. Oh, wann hast du denn das gespielt, du Michius? Wie alt warst du? So, jetzt legen wir erstmal keine Köder mehr aus und gehen zum OMBS, weil eigentlich müssen wir denen ja was Wichtiges mitteilen. Nicht wahr, Brudis und Schwestis? Auf geht's! Diesmal lassen wir uns von nichts aufhalten. Höchstens von der coolen Musik. So, Spionknilz lassen wir hinter uns. Und fahren erstmal nach oben, wenn der Input-Lag uns lässt. So. Boah, heute haben wir uns noch kein einziges Pokémon gekrallt, weil wir keine Krallmaschine mehr haben. Das ist echt traurig irgendwie. Michael, ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Wie bitte? Was ist mit diesem Arm, mit deinem Arm passiert? Hast du da nicht die Krallmaschine getragen? Michael erklärt, was passiert ist. Jetzt verstehe ich. Team Krall steckt also dahinter.
Es überrascht mich gar nicht, dass die hinter der Krallmaschine her waren. Vor ungefähr 5 Jahren hat Team Krall mit Team Krypto zusammengearbeitet. Aber als Team Krall die Krallmaschine gestohlen wurde, ließ Team Krypto sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich dachte, Team Krall hätte sich aufgelöst. Sie müssen irgendwo gesehen haben, dass du die Krallmaschine trägst. Ach du lieber Himmel. Ich versuche sofort, mehr über Team Krall in Erfahrung zu bringen. Ich lasse es dich sofort wissen, sobald wir etwas herausfinden. Du mich das schreibst, das weiß ich nicht mehr. Ja, kein Problem. Also ich müsste ungefähr so 10 oder 11 gewesen sein, als ich das gespielt habe. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich es durchgespielt habe. Aber ich habe in letzter Zeit so Bock, das mal wieder zu spielen. Skitsche schreibt, die Frage ist, die Anker stellen möchte. Wer hätte Lust, Anker jemanden von der Google-Liga beim Spielen des TCG-Spieles für den Game Boy Color zuzusehen? Einmal Applaus-Emote in den Chat. Also haben wir schon mal 3 Leute, die dafür wären. Sehr schön. Inklusive natürlich dem Applaus von Skipjay wären es 4. Ach richtig, fast hätte ich diese E-Mail, die ich bekam, vergessen. OnBS wurde von jemandem kontaktiert, der vorgibt, von einer Kryptoanlage geflohen zu sein. Ein Deserteur. Wir haben darüber diskutiert, ein Nachrichtenteam hinzuschicken, aber es gibt keine Garantie, dass es nicht eine Falle oder zumindest gefährlich sein könnte. Es fällt mir schwer, dich zu fragen, aber könntest du dich dort vielleicht einmal umsehen, Michael? Natürlich. Vielen Dank, wir wissen, dass wir dir vertrauen können, Michael. Unser Kontaktperson heißt Horaz. Er sagt, er wartet in der Wüstenbar. Oh, wir können zur Wüstenbar, Leute. Und ich sag vorhin noch, ich würde gerne mal wieder zur Wüstenbar. Die Wüstenbar liegt östlich von Fennec. Du findest sie schon. Wir brauchen deine Hilfe. Wir versuchen mehr über Team Krall zu erfahren, während du weg bist. Okay, dann machen wir das, oder Leute? Okay, sieht so aus, als hätte ich einstimmig, hätte der Chat Lust, mir beim Pokémon Trading Card Spielen zuzuschauen. Ich habe gehört, dass dieses Spiel sehr langsam ist. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich habe wirklich Lust, das mal wieder zu spielen. Vielleicht kann ich die ein oder andere Challenge reinbauen, dass es noch ein bisschen interessanter wird. Roddy schreibt, das TCG-Spiel für den Game Boy ist echt klasse, habe die 3DS-VC-Version gespielt. Oh, nice, Roddy. Ich denke, das ist eindeutig. Ja, die Brudis und Schwestis wollen, dass ich das spiele. Dankeschön, dann mache ich das. So, dann heißt es, kurz mal die Pokémon checken. Die könnten echt eine Heilung vertragen, so ein bisschen zumindest. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe mehr Sonderbonbons bekommen. Ich hatte echt nur 1, ne? So eine Frechheit, oder? Ich brauche mehr. So, hier heilen wir uns mal kurz. Und weiter geht's. Auf zur Wüstenbar! Haha. Meint ihr, wir finden vielleicht Seth an der Wüstenbar? Oh, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ah, Seth! My love! Oh, Liz! Wo bist du? Oh, da ist wieder der Köder angesprungen. Ein Pokémon ist bei einem Poképlatz aufgetaucht. Und zwar wieder in der Oase. Das könnte natürlich bedeuten, dass diesmal Mobile auftaucht. So, schauen wir mal rein. Wir sind ja gerade eh auf dem Weg. Und dann geht's auf jeden Fall zur Wüstenbar. Epic Boga hat auch einen Applaus abgegeben. Ja, also eindeutiger kann es ja gar nicht sein. Und ein Hopsprossa erwartet uns hier. Schauen wir mal, ob wir uns das fangen können. Ich meine, ich habe schon mal einen Hopsprossa gefangen. Kann man hier Pokémon auch doppelt fangen an den Poképlätzen? Wird jetzt aber nicht angezeigt, dass ich das schon hätte. Los, Theodore, Katzfurie. Oh. Ups. Sorry. Er
Erzähl das bitte nicht meinem Brudi, okay? Doch den Schlecker nehmen sollen. Okay, ich denke, wir gehen wieder. Epic Boga schreibt gleich brutal in den Chat. Wir haben dieses Hopspross gemeuchelt. Oh, was ist das? Leute, die Queen ist in der Nähe. Die Queen Alarm, die Queen Alarm. Oh, die Queen ist irgendwo aufgetaucht. Was heißt irgendwo? Ich glaube, der Sensor für die Queen war nochmal extra im Menü versteckt. Queen Radar. Er ist in der Wüstenbar. Er ist tatsächlich in der Wüstenbar. Okay, wir speichern erstmal. Und tauschen mal kurz Pokémon. Also wenn er wieder seine Lieblings-Pokémon dabei hat, was mit Sicherheit so ist, sollten wir da kein Risiko eingehen. So. Okay. Skipchill schreibt, denk dran, das Funpi kannst du für den Kryptoerlöser benutzen. Ja, wenn ich wieder an einem Orbis-Teil vorbeikomme, mache ich das, okay? Kommt jetzt raus. Oh, Hein und Blöd schon mal. Dann kann er ja eigentlich nicht weit sein. Boah, bin ich voll. Das war das erste Mal, die erste volle Mahlzeit seit langem. Ja, das ist ganz klasse. Blöd, aber ist das wirklich die richtige Art zu leben? Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, weißt du? Vielleicht sollte ich meinen Lebensstil ändern. Was redest du denn da, Hein? Das klingt gar nicht nach dem Hein, den ich kenne. Hast du denn den Traum vergessen? Den Traum von unserem Boss? Eines Tages werden wir alle Pokémon auf der ganzen Welt besitzen. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Oh, Boss. Ja, habt ihr etwa gerade über mich gesprochen? Nanu? Ja, wenn das nicht dieser haarsträubende, unangenehme Kerl ist, der mir damals am Poképlatz fast meine Frisur ruiniert hätte. Das nenne ich perfektes Timing. Nach dem Essen sollst du ruhen, aber 1000 Tanzschritte tun und dich im Grund und Boden tanzen. Und Musik bitte. Auf geht's gegen die Queen. Flaneur die Queen nennt er sich immer noch. Und wir sind gespannt. Natürlich seine Lombrero hat er am Start. Und zwar mit Level. Ah, das dauert noch einen Moment. Pikmin, Blitzer, ihr seid dran. 26. Okay, das sollte schaffbar sein. Leider kann Blitzer immer noch nur Donnerschock. Pikmin, los, kopflos hinterher. Wir knöpfen uns jetzt eine nach dem anderen vor. Ein Lombrero ist schon mal down. Pikmin erreicht Level 30. Wuhu! Beste Kampfmusik EU West XD. Yeah! Pikmin und Blitzer bekommen Erfahrungspunkte. Wunderbar. Lombrero kommt nochmal rein. Und Megasauger. Das sollte uns nicht viel ausmachen. Super Blitzer. Gut durchgehalten. Und wir nehmen uns das nächste Lombrero vor. Blitzer, los, biss! Roadrunner schreibt, fürs Frisurruinier braucht die Queen Michael nicht wirklich. Meiner Ansicht nach sieht sie an sich schon grässlich aus. Aber Brudi, sowas kannst du doch nicht sagen.
Schau dir diese Haare an. Lombrero wurde besiegt. Und damit haben wir den zweiten Lombrero. Puh, der wird uns später dann wieder mit der Kapaloris-Armee entgegentreten. Oh, ein Masknet. Interessant, es ist ein Krypto-Pokémon und wir können es uns nicht krallen. Wir brauchen unsere Krallmaschine wieder, Leute. So geht es nicht. Furchtbar. Lombrero setzt im Megasauger ein. Und gibt ein paar KP zurück. Aber das bringt ihm überhaupt nichts. Und wir werden zuallererst noch das nächste Lombrero auf jeden Fall erstmal los. Bevor wir uns auf Nasknet stürzen. Los, Blitzer! Zeit für Biss! Und knapp hat er überlebt. Pikmin kommt mir kopflos hinterher und das überlebt natürlich kein Lombrero. Wunderbar. So, schauen wir mal, was er noch für ein Pokémon hat. Blitzer erreicht derweil Level 33. Mrs. Hades hat aktuell den EP-Teiler. Hast du es gesehen, Domitius? Und ein Kapaloris, ein mächtiges Kapaloris setzt er ein. Mit Nasknet und der Kryptowelle, die sehr effektiv ist, aber zumindest nicht so krass einschlägt, wie ich erwartet hätte, Gott sei Dank. So, wie gehen wir weiter vor? Ich würde wirklich auch wieder hier erst Kapaloris aus dem Verkehr ziehen. Los, Blitzer, zeig's ihr mit Biss! Gleich seinen Hut. Pikmin, Kopfnuss. Ah, es hat überlebt. Aber gut, hat halt viel KP auch, ne? Es setzt seinen Regentanz ein. Domitius schreibt, Domitius Ankermann, nee, hab's nicht gesehen, aber danke für den Hinweis. Ja, gerne doch. Nasknet setzt nochmal Kryptowelle ein, das hat ja vorhin auch nicht so viel abgezogen, von daher sollte es kein Problem sein. Oh, ein Volltreffer auf Blitzer. Gut durchgehalten, mein Freund. Und es regnet. Aber das wird dir nicht viel bringen, gutes Kapaloris, denn wir setzen jetzt einen Tempo-Hieb auf dich ein und einen Ruckzuck-Hieb und das soll's dann gewinnen. Oh, ich habe Nasknet angeklickt. Ich wollte nicht Nasknet anklicken. Ach, dieser Input-Lag. Hoffen wir mal, dass der Tempo-Hieb reicht. Los, Pikmin, zeig's ihm mit Tempo-Hieb. Okay, hat gereicht. Wäre wahrscheinlich sowieso irgendwie so drauf hinausgelaufen. Und wir kümmern uns jetzt nur noch um Nasknet. Kryptowelle. Pikmin. Gut gemacht, mein Freund. Pass auf. Sehr schön, Blitzer. Skipsche schreibt, Kapaloris besiegen und Seemobs einwechseln. Meinst du, wir brauchen Seem? Ja, doch. Können wir machen, hast du recht. Blitzer, mein Freund, wir tauschen dich mal kurz gegen Domitius. Ach, den Regen möchtest du ausnutzen. Ja, macht Sinn, aber wir haben ihn ja fast. Aber hast recht, wieso nicht austauschen? Pikmin würde ich auf jeden Fall schon mal drin lassen. Und der setzt jetzt Megasauger ein. Auf geht's, mein Freund. Sehr gut. Und jetzt nutzen wir gleich nochmal den Regen aus. Wenn ich nächstes Mal Pokésenior mache, dann ist es der krasse Gegensatz zu dem heutigen Stream mit Sina. Übrigens, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Unser Stream ist schon fast am Ende. Das heißt, nach diesem Kampf ist schon Schluss für heute. Es tut mir sehr leid. Los, Pikmin, nochmal Megasauger. Leg alles rein. Wuhu! Aber du bist nicht allein, denn... Oh nein, Nasknet darf nochmal angreifen. Pass auf, meine Freunde. Ah, schon wieder ein Volltreffer. Und Domitius hat's auch gut ausgehalten und setzt noch eine Aquaknarre oben drauf. Los geht's, mach ihn fertig. Und wieder hat uns das Spiel gezwungen, ein weiteres Pokémon nicht zu krallen. Das ist ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber... Eigentlich heißt dieses Stream, krall sie dir alle, aber ohne Krallmaschine sind wir einfach hilflos. Naja, immerhin haben wir die Queen besiegt. Schauen wir mal, was als nächstes passiert.
Ich hätte nach dem Essen etwas ruhen sollen, sagt er und fällt um. Tja, hast du nicht damit gerechnet, dass wir dich besiegen, oder? Oh, wie kannst du es wagen, du Kretin? Aber nächstes Mal zeige ich dir meine Killer-Choreografie. Vorhang bitte, ich muss weg. Super cool, dass er seinen Spruch behalten hat mit Vorhang bitte. Puh, okay. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber eigentlich müssen wir jetzt dann Schluss machen. Nicht, dass jetzt noch was Krasses in der Bar passiert, wie zum Beispiel, dass wir vielleicht Seth begegnen. Ich speichere hier an dieser Stelle. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr heute beim Stream dabei wart. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, gerne noch in die Afterparty kommen, die wir auf unserem Discord-Server immer nach dem Stream machen. Es wird wahrscheinlich noch so ein paar Minütchen dauern, weil ich denke, ich werde meine Kontaktlinsen rausnehmen. Also kommt gern zur Afterparty in den Voice-Chat in Discord. Skipchay schreibt, nächster Episodentitel, dann kreise dir fast alle? Ja, wieso nicht, Skipchay? Ist eigentlich eine gute Idee. Aber vielleicht heißt die nächste Folge auch, werden wir endlich Seth treffen? Schön, dass ihr alle da wart. Danke, Brudis und Schwestis. Sagt aber Michael bitte nicht Bescheid, dass ich den Stream heute übernommen habe, okay? Ich meine, vielleicht findet das auch gar nicht raus, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute für euch zu streamen. Ja, wie ich bereits sagte, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. War sehr lustig. Nächstes Mal seht ihr mich als Poké-Senior. Und, ja, morgen früh gibt's für euch den guten Kirill mit dem Gugaliga-Pokémorgen mit Pokémon Smaragd. Hier ist er ganz schön weit fortgeschritten, also begleitet ihn gerne auf dem letzten Stück seiner Reise. Am Abend wird für euch der gute Nex seine Bediza-Challenge weitermachen. Ich freue mich schon wieder mega drauf, ich schaue auch immer gerne rein, weil er wird diesen Stream oder diese Challenge komplett mit Bediza bestreiten. Viel Spaß morgen, Nex. Ich weiß, du bist im Chat. Und ja, danke an alle. Schön, dass ihr da wart. Schlaf gut, wir hören uns, schreiben uns, sehen uns bestimmt mal wieder. Und zwar schon nächste Woche. Aber dieses nächste Mal vielleicht als Poké-Senior. Also, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.